Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir vom Ladoga-See. Tja, der gute 087 hat mir mal wieder einen Schwung Köfis geschickt. Und zwar speziell den Stint. So, und mit dem Stint gehe hier ans 5-Meter-Loch, beziehungsweise stehe ich am 5-Meter-Loch, um dieses mal zu testen mit dem Stint. Wir wissen ja, Kaulbarsch und so geht ja ab und an der Bachseitling rein. Und der Stint war eine Zeit lang, ja, eigentlich nicht zu gebrauchen als Köfi. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze mal in diesen Sonntagstest für euch mir anzuschauen. Und bis jetzt Potpourri, ne? Echt Alland Sifu. Alles auch stimmt. Warte eigentlich auf den ersten Flussbarsch. Das ist ja nicht so dicke. Ja, ist ja gut. So schnell ist doch kein Mensch. Oh mein Gott. Ich hoffe, es ist nicht wieder so ein ekelhafter Stör. Das wird ja ein Stundendrill. Aber ihr seht schon, Stint ruppt hier ordentlich die Wurst vom Teller. Also das ist Bambule. Meine Güte. Ist aber auch ein Männerballett. Ich weiß, dass Zero hier, glaube ich, mal Fluffy Hecht gefangen hat. Gott. Da kriegt man ja Angst. Und jetzt die Bremsen zu niedrig. Na, Glückwunsch. An den haben wir gleich drin hier. Na. Hört sich an wie ein Krankenwagen. Irgendwo wird auch lustig abgespult. Eine etwas fettere Seefu. Oh. Nerv. Fangen wir mit dir an. Die andere spult sich gerade lustig ab. Ich wage mal zu behaupten, dass die Seefu richtig Bock hat. Auf Stint.
Die habe ich gerade rausgeschmissen, da. Ah, der Kasper ist aber auch bis. Ja. Wir angeln durch den Berg. Blitze raus. Aber wir angeln in den Berg. Ja, hier ist selbst für mich Feierabend. Richtig. Das ist auch mal ein Bild. Ja, manchmal muss man einfach Glück haben. Na gut. Weil ich hatte nicht vor, dich hier den ganzen Berg hochzuziehen. Wo ich das so sehe, da müsste ich mal wieder Cliffhanger schauen. Na gut, schauen wir mal. So, jetzt ist wieder ein wenig Ruhe eingekehrt. Der Kamerad hat ein wenig genervt. Und es geht weiter. Ja, Seeforelle hat anscheinend richtig Bock hier auf Stint. Und endlich mal ein Flussbarsch. Ah, das wird kein Flussbarsch sein. Hauptsache, er eiert uns nicht wieder einmal hier einen Halbkreis um die Insel, um den Leuchtturm. Das ist nämlich anders nervig. Heavy. Schauen wir mal. 23 Minuten. Ein Hecht. Auf dem Stint. Der scheint verwehrt gewesen zu sein. Ein Alland. Und ziemlich viele Seeforellen. Ein paar Stände haben wir noch. Und ansonsten jede Menge Deadbaits. Na, und zwei Güstern. Na gut.
Schauen wir mal, ob das lustige Reigen so weitergeht. Das war ja schon extrem gerade. Ja, und das Orgelkonzert geht wieder los. Ich habe die Bremse gleich auf 16 gelassen. Kein Bock. Nochmal auf so einen Turn. Zander soll angeblich auch auf Stint laufen. Das ist nichts Dickes. Wahrscheinlich wieder ein Flussbarsch. Oder eine Mini-Sifu. Jupp. Na gut. Kicken wir mal. So. Schauen wir mal, was gegen Abend geht. Ein Zander lief schon ein. Ein kleiner. Und nochmal ein kleiner Alland. Der Zander war so ein unangemeldeter, wie man es ja kennt vom Zander. So, jetzt sind 31 Stände auch gleich weg. Ein paar kleinere habe ich einfach zurückgesetzt, so 100 Gramm Tiere und so gibt es tatsächlich auch. Von der Seeforelle. Ich glaube, ich habe die Klingel gehört. Jo. Dachte eigentlich, gegen Abend kommt dann eher der Zander mal um die Ecke. Größer werden sie jetzt nicht. Irgendwie. Ja, halbe Stunde. 18 Tiere, ein paar zurückgesetzte. Wie gesagt, 31. Was hast du schon, Biss oder was? 31 Stinte hatte ich. Alland. Das ist wieder so ein 300 Gramm Kasper. Ja, schmeiße aus. Okay, der hat wieder losgelassen. Aber der nicht. Wieder etwas größer. Auch mal angenehm, eine Seefu von über 1 Kilo zu haben. Silbermäßig sind die Tiere jetzt nicht wirklich interessant. Also da gibt es deutlich bessere. Nein, ich habe keine Stinte mehr. Kaulbarsch.
Gut. Ja, ich habe schon lange keine Stente mehr, so gesehen. Und deswegen habe ich mir jetzt mal eine Güster Rotauge und sowas ans Band genagelt. Auf ein Rotauge ging dieser kleine Barsch. Und ansonsten habe ich jetzt eine richtig tote Laube dran. Wegen Quappe. Mal schauen. Hoffentlich kommt da nicht so ein ekelhafter anderer Vogel. Da. Übrigens bin ich mit Riesig 1 unterwegs, außer die dritte Rute, die hat Groß 1 drauf. Fluorocarbon-Vorfach, wie ich es schon seit dem Weißlachs habe, 28,2 Kilo. So, und mit dem Clip brauche ich hier nicht großartig arbeiten. Ich lande immer im 5 Meter Loch. Ja, da braucht man jetzt auch nicht so großartig ausholen. Ich habe dieses Flyby dran mit 70 Gramm. Das heißt, bei 20% oder so reicht das auch schon. Sonst schmeißt ihr auf eine andere Seite hier. Da in dem Wald und könnt Erdbeeren und Schwarzbeeren fangen. Das wollen wir auch nicht. Gut, ich werde die Stunde voll machen. Und mal schauen, ob hier auf anderen Köfi was geht. Wie gesagt, aus Rotauge gegen kleiner Barsch. Die Güster ist eigentlich fit. Genauso fit wie die Stinte es waren. Und der Kaulbarsch ist auch in der gleichen Kategorie unterwegs von der Frische. Die Frequenz allerdings, seitdem der Stint alle ist, auf irgendwelchen Fisch mit diesen anderen Köfis, ein Barsch. Bei Stint Dauerfeuer. Na gut, gucken wir mal. So, die Nacht ist durch. Vielleicht geht ja in den frühen Morgenstunden was. Auf Kaulbarsch, Güster und jetzt komplett totes Rotauge. Weil da ging noch mal eine kleine Seefuhr rein. Also ein Fischfetzen. Da sollte ja eigentlich jetzt der Hecht aktiv werden. Einfach mal schauen. Geben wir den in Anführungsstrichen normalen Köfis. Außerdem stimmt mal die Chance, sich auch zu beweisen. Aber ich denke mal, das hier ist gerade ein stintverschlingender Spot. So, dann erstmal, ich habe den normalen Köfis noch mal eine Chance von 8 Minuten eingeräumt. Sicherlich nicht ganz fair, aber in den ersten 8 Minuten hatte ich schon etwas mehr Fisch an der Schnur. Dementsprechend konnte ich da relativ schnell einen Vergleich ziehen, dass der Stint hier wirklich die Wurst vom Teller ruppt. Und das war ja teilweise wirklich Akkord. So. Wie gesagt, ein Silberfisch ist es jetzt nicht großartig, es sei denn, man hat ihn in einer Größe wie 8,8 Kilo oder so. Das sind Fischfetzen. Ein Hecht, der hier ist noch auf Kaulbarsch eingetreten, aber ist auch nur ein Fischfetzen. Und Alland sind alle auf Stint eingestiegen, aber nur 3 Stück. Die ganzen Seefuß hier auf Stint. Ich glaube, ein Flussbarsch. Naja, zwei. Ansonsten Seeforelle. Gut, schauen wir uns das ganze Gedöns mal an. Was bringt die Seefuh? 24, 13, 12, 8, 6. Ja. Wie gesagt, ist jetzt nicht so der silberbringende Fisch. EP-mäßig ist er jetzt auch nicht so steil unterwegs. Aber man kann ihn hier gebrauchen als Profi, wenn man hier den Ehrenfischer machen will. Und zurzeit läuft er halt relativ sehr gut auf Stint ein. Im Café ist kein Auftrag drin. Dementsprechend kann ich das verklappen. Und Rotauge-Güster, Kaulbarsch ist jetzt nicht so effektiv von der Frequenz her. Da ist der Stint, der rennt einfach. Also wenn ihr sowieso am Ladoga-See seid, um Stint zu fischen, ja, und nicht wisst, wohin damit, ich meine,
als Trophy und so geben die ja auch schon ordentlich Asche in der Tasche. Aber habe dann ganz viele untermaßige Tiere, also zwar mit Haken, aber jetzt nicht so silberbringend, verarbeitet die doch einfach zu Köfi, schmeißt sie ins 5-Meter-Loch und hofft auf eine Seeforellen-Trophy. Das war mein Sonntagstest. Die Vögel ziehen gen Süden. Ich glaube, das werde ich auch bald machen. Hier liegt mehr Schnee und Eis, als ich in, weiß ich nicht, je gesehen habe. Außer einem Film vielleicht. Und ich werde jetzt auch gen Süden ziehen. Oder einfach mal schauen, ob ich hier noch irgendwas anderes Interessantes finde. Ja, Kinders, bleibt zu Hause, ist glatt. Macht euch einen schönen Sonntag hier am Ladoga-See, das Wetter ist gut. Macht euch einen Glühwein fertig. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Petri, bleibt stabil, haltet euch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht es gut. Bis dann und bye bye.